Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, die sich mit der Frage beschäftigt, ob die Bayer AG zum aktuellen Kurs ein interessantes Investment ist. Bevor wir mit der Folge beginnen, möchte ich euch auf meinen Instagram-Kanal, das Aktienalpaka, aufmerksam machen. Wer Interesse an aktuellen Börsennews und Aktientipps hat, kann mir gerne folgen. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. Zunächst einmal lohnt es sich, Bayer allgemein zu betrachten. Die Bayer Aktiengesellschaft existiert bereits seit 1863 und somit seit über 100 Jahren. Außerdem besteht das Unternehmen aus 420 Gesellschaften mit insgesamt ungefähr 100.000 Mitarbeitern. Der Schwerpunkt ist die chemische und pharmazeutische Industrie. Die Bayer Aktiengesellschaft besteht insgesamt aus drei Divisionen. Zum einen Pharmaceuticals, Consumer Health und auch Crop Science. Die Sparten Pharmaceuticals und Crop Science sind ungefähr gleich stark und machen zusammen ca. 80% des Konzernumsatzes aus. Die Division Pharmaceuticals ist zuständig für die Erforschung, Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von verschreibungspflichtigen Produkten, insbesondere auf den Gebieten Kardiologie, Frauengesundheit sowie zum Beispiel von Spezialtherapeutikern im Bereich der Onkologie, also der Krebsmedizin. Gerade dieser Bereich ist besonders interessant, da auch in Zukunft in diesem Bereich ein höheres Wachstum als durchschnittlich erwartet wird. Die Division Consumer Health ist für die Erforschung, Entwicklung, Produktion und den Vertrieb verschreibungsfreier Produkte in den Kategorien Dermatologie, Nahrungsergänzung, Schmerz-, Magen-Darm-Erkrankungen und weiteren Bereichen tätig. Dazu gehören weltweit bekannte Marken wie zum Beispiel Aspirin, Bepanthol oder Canesten. Die Division Crop Science ist die Pflanzenschutzsparte der Bayer AG, die auf den Gebieten Saatgut, Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung inner- und außerhalb der Landwirtschaft tätig ist. Im nächsten Schritt lohnt es sich, den Vorstand der Bayer Aktiengesellschaft etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Der aktuelle Vorstandsvorsitzende ist Herr Werner Baumann. Dieser studierte Wirtschaftswissenschaften und ist bereits seit 1988 für den Konzern tätig. In dieser Zeit hat er bereits verschiedene Rollen in verschiedenen Ländern für das Unternehmen inne gehabt. Vor seiner Berufung im Mai 2016 in den Vorstand, also als Vorstandsvorsitzender, war er zum Beispiel auch im Finanzvorstand tätig. Seit der Monsanto-Übernahme steht er allerdings sehr stark in der Kritik, weil ihm vorgeworfen wird, die vorhandenen Prozessrisiken massiv unterschätzt zu haben. Seit an seiner Amtseinführung kann man festhalten, dass das Unternehmen 55% seines Wertes an der Börse verloren hat. Untersucht man die Finanzkennzahlen des Unternehmens etwas genauer, stellt man fest, dass der Umsatz über die letzten 5 Jahre in der Regel 40 Milliarden Euro betragen hat. Hiervon sind ungefähr 4 Milliarden Euro Gewinn angefallen. Insgesamt besitzt das Unternehmen aktuell eine Marktkapitalisierung von lediglich 40 Milliarden. Die Dividende betrug zuletzt 2,80 Euro je Aktie und soll zukünftig auf 2 Euro reduziert werden. Damit wird vor allem der Monsanto-Übernahme und der damit einhergehenden Finanzbelastung Schulde getragen. Auch zu Bayer gehört allerdings eine hohe Schuldenbelastung, die ebenfalls im Rahmen der Monsanto-Übernahme aufgebaut wurde. Neben hohen Schulden ist auch ein relativ hoher Goodwill, nämlich in Höhe von 24 Milliarden, für Monsanto in der Bayer-Bilanz zu finden. Zuletzt im Rahmen der Gewinnwarnung hatte Bayer bekannt gegeben, dass der Goodwill nicht mehr 24 Milliarden Euro beträgt, sondern reduziert wurde, was einer Abschreibung auf diesem Geschäft gleichkommt. Und somit indirekt ein Eingeständnis von Bayer ist, dass Monsanto nicht den Betrag wert ist, den Bayer ursprünglich dafür gezahlt hat. Bei einem Goodwill handelt es sich um einen immateriellen Wert. Dieser entsteht durch Unternehmenskäufe. Übernimmt ein Unternehmen einen Konkurrenten, muss das Management das Vermögen seiner neuen Tochter neu einschätzen. Lizenzen, Fuhrpark, Immobilien, jede Position wird dabei bewertet. Fällt der gezahlte Kaufpreis für das Unternehmen höher aus als das neu bewertete Vermögen, wird diese Übernahmeprämie als Goodwill in die Bilanz gebucht. Der TraderFox Qualitätsscore bewertet die Aktie aktuell mit 6 von 15 möglichen Punkten. Hauptgründe für die verhältnismäßig negative Bewertung sind zum einen, dass
niedrigere Umsatzwachstum. Gerade 2017 kam es hier zu einem deutlichen Einbruch und zum anderen die hohe Volatilität des Bayer-Kurses. Der Piotrowski F-Score liegt bei 8 von 9 möglichen Punkten, was wiederum ein deutlich positiveres Bild der Bayer-Aktie zeichnet. Hauptsächlich liegen diese unterschiedlichen Bewertungen daran, dass jeweils unterschiedliche Kennzahlen verglichen werden. Der Piotrowski F-Score bewertet vor allem die Stärke der Finanzsituation und ist hier besonders positiv, weil erkennbar ist bei Bayer, dass in den letzten Jahren zum Beispiel die Verschuldung gesunken ist. Fassen wir nun die negativen Punkte bezüglich der Bayer-Aktie noch einmal zusammen. Der meines Erachtens größte negative Punkt ist ganz klar der vorhandene Goodwill in der Bilanz des Bayer-Konzerns wegen der Monsanto-Übernahme. Hier hat man sich meines Erachtens eine tickende Zeitbombe eingekauft, die nur unter der Prämisse nicht in die Luft geht, dass Monsanto wirklich das Geld wert ist, welches Bayer damals dafür gezahlt hat. Ein weiterer negativer Punkt sind natürlich die Glyphosat-Klagen. Aktuell kann niemand wirklich final abschätzen, welche Kosten auf den Bayer-Konzern wirklich zukommen. In den bisherigen Schlichtungen geht man aktuell von Kosten von über 10 Milliarden Euro aus. Wie groß dieser Betrag final wirklich sein wird, kann aber, wie bereits erwähnt, zum aktuellen Zeitpunkt noch niemand abschätzen. Das Management des Bayer-Konzerns scheint außerdem nicht gerade in der Top-Liga zu spielen. Erkennbar ist das daran, dass im Rahmen der Monsanto-Übernahme massiv Rechtsrisiken entweder nicht erkannt oder nicht korrekt eingeschätzt wurden und auch in den letzten Jahren ein massiver Kursverlust der Bayer-Aktie zwar nicht provoziert, aber dennoch zumindest damit toleriert wurde. Zusätzlich zu all diesen negativen Aspekten hat Bayer zuletzt ebenfalls bekannt gegeben, dass die Wachstumsaussichten zumindest im nächsten Jahr nicht so rosig sind, wie ursprünglich angenommen. Grund hierfür sind zum einen Auswirkungen der Corona-Krise, aber zum anderen auch Auswirkungen in der brasilianischen Wirtschaft, die hier eine große Auswirkung auf den Bayer-Konzern haben. Hier geht es vor allem um Währungsschwankungen. Außerdem hat Bayer bekannt gegeben, dass die ursprüngliche Dividendenpolitik von ca. 2,80 Euro letztes Jahr nächstes Jahr deutlich reduziert werden soll auf ca. 2 Euro, was ebenfalls vielen Börsianern übel aufgestoßen ist. Abgerundet wird dieses ganze negative Bild durch eine unklare Produktpipeline im Pharmabereich. Die letzten Jahre hat Bayer massiv Geld in die Agrarsparte gesteckt und dabei die Pharmasparte eher stiefmütterlich behandelt. Das könnte sich nun rächen. Allerdings muss man fairerweise an dieser Stelle sagen, dass aufgrund dem eher komplexeren Zulassungsverfahren von Medikamenten auch bei anderen Pharmaunternehmen die Produktpipeline nicht immer vollständig transparent ist. Nachdem wir nun viel über negative Themen gesprochen haben, sollten jetzt auch etwas die positiven Themen in den Vordergrund rücken. Bayer arbeitet ganz klar in einem Megatrendbereich. Es gibt immer mehr Menschen weltweit, die ernährt werden müssen. Und nicht nur, dass immer mehr Menschen ernährt werden müssen, diese Ernährung muss auch auf weniger Weide- oder Ackerfläche erfolgen, da der Umweltschutz und der Schutz von Wäldern hier immer weiter in den Vordergrund rückt. Aktuell leben 7,7 Milliarden Menschen auf der Welt. Im Jahr 2050 sollen es über 10 Milliarden sein. Insgesamt kann man sogar festhalten, dass vor 100 Jahren gerade einmal 2 Milliarden Menschen die Welt bevölkert haben. Außerdem erscheint eine Klärung im Glyphosat-Streit in greifbarer Nähe. Bayer hat im Rahmen der Verlängerung des Vorstands angekündigt, dass in wenigen Wochen hier bereits weitere Informationen folgen können, die bereits auf ein Ende des Glyphosat-Streits schließen lassen könnten. Außerdem muss man an der Stelle auch tatsächlich mal lobend erwähnen, dass das Management zumindest die letzten Jahre keine weiteren größeren Fehler gemacht hat und tatsächlich der Vertrag von Herrn Baumann auch nur noch bis zum Jahr 2024 läuft. Des Weiteren wäre selbst die aktuell angekündigte Dividende auf dem aktuellen Kursniveau noch sehr attraktiv. Geht man aktuell von einer Dividende von 2 Euro, wie zuletzt vom Management angekündigt, aus und von einem Kurs von ungefähr 45 Euro, dann hat man hierbei eine Dividendenrendite von über 4%. Aus der Pharmasparte kamen zuletzt ebenfalls überwiegend positive Neuigkeiten, gerade aus dem Bereich der Onkologie, also der Krebsmedizin. Wie bereits erwähnt, ist gerade dieser Bereich global gesehen am stärksten wachsend.
Die außerdem angekündigten Sparmaßnahmen von Bayer sehe ich persönlich zumindest positiv. Neben diesen ganzen Tatsachen ist es ebenfalls so, dass die Analysten ein mittleres Kursziel, wohlgemerkt, von 77 Euro ausrufen. Zudem sollte man an dieser Stelle auch nicht unerwähnt lassen, dass Bayer mit den Bereichen Pharma und Agrar insgesamt ein sehr, sehr krisensicheres Geschäftsmodell hat. Kommen wir nun zum Fazit. Man muss insgesamt festhalten, es gibt viel Positives, allerdings auch viel Negatives bei der Bayer-Aktie. Für mich persönlich überwiegen die langfristigen Chancen die kurzfristigen Risiken. Allerdings ist das eine sehr individuelle Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Ich persönlich habe die zuletzt sehr niedrigen Kurse für einen Nachkauf genutzt. Insgesamt empfehle ich jeden Anleger, der sich für die Bayer-Aktie interessiert, seine Portfoliogewichtung genau zu überdenken. Für mich persönlich ist es zum Beispiel nicht möglich, dass Bayer mehr als 5% meines Portfolios einnimmt. Außerdem empfehle ich jeden Anleger, für diese Aktie sich mindestens 3 Jahre als Anlagehorizont vorzunehmen, da erst dann meines Erachtens wirklich die langfristigen Chancen überwiegen. Außerdem könnte tatsächlich aufgrund der doch noch immer sehr ordentlichen Dividende auch für Dividendeninvestoren die Bayer-Aktie durchaus ein interessantes Schnäppchen sein. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Falls euch der Podcast gefallen hat oder ihr Themenwünsche für weitere Folgen habt, lasst mir gerne einen Kommentar da. Alternativ könnt ihr mich auch über meinen Instagram-Kanal das Aktienalpaka erreichen.